bringt mich. Oh, Alter, wo bin ich jetzt? Ah, ein Tunnel. Ich bin Tunnelblick hier. Jo Leute, willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. In einer neuen Aufnahme, denn ich muss das jetzt alles nachspielen. Aber ihr wisst es ja, wenn ihr das Infovideo gesehen habt. Und ich hoffe, es wird trotzdem witzig für euch. Und ja, ich lasse es den erstmal reden. Be ready to leave. Damn it, I hope I'm not too late. So, warum ist die Katze nicht so lang? Ah, auf jeden Fall. Ja, wir müssen jetzt Kerberos befreien. Oder halt zu dem Elfen bringen. Ja, hier Sand nehmen. Hier machen wir erstmal das Licht aus. Um das zu machen, machen wir am besten, müssen wir da hinten runter. Jetzt sind da zwei Wachen, die da nie waren. Ach, okay, die bewegen sich, die bewegen sich. Ja, ja, beweg dich hier hoch. Das ist gut. Beweg dich hier hoch. Ja, das ist eine weniger. So, nämlich und fertig. Runter. Runter, runter. Danke. Dankeschön. Dann als nächstes den da. Den können wir gleich aus der Luft. Leise, komm. Tasty. Tasty. Was macht ihr da eigentlich? Beißt ihr den oder? Naja, auf jeden Fall. Wie kommen wir da jetzt am besten rüber zu dem? Kerberos, wie auch immer man es ausspricht. Ah, die reden gerade miteinander. Licht aus, komm. Wie machen wir das jetzt? Ich wäre ehrlich gesagt lieber oben oder unten, denn hier bin ich zu auffällig. Wer ist da unten bei den Zweien? Ne, die gehen nie weg, ne? Also doch hier rauf. Den einen schnell abgemurkst. Dann vielleicht da an den Kletterhaken. Ach, der hätte einen Trank mit gehabt. Schade. So. Hier den Kletterhaken vielleicht entlang. Ich speichere mal erstmal, weil die Klettern, ihr wisst ja. Das ist nicht ganz meine Stärke. So. Hüpf. Hüpf. Und. Ja. Nice. Darüber. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. So. Ah, das speichern wir erstmal. Sorry, nicht so kurz hintereinander speichern, aber ich kenne mich. Nochmal schaffe ich das nicht so gut. Erstmal hier lang. Was kann ich hier machen? Hier kann ich ein Ablenkungsmanöver vielleicht starten. Aber was bringt es mir? Da unten ist so ein Blechmann. Der eine guckt nicht her, der guckt nur zum Feuer. Das heißt, eigentlich kann ich hier... Oh mein Gott. Nein, hier ist niemand. Geh wieder an deinen Platz. Einer hat mich gesehen, okay. Das laden wir schnell. So, denn das... Ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jedenfalls, wir müssen hier runter. Vielleicht hier das auslösen, aus Ablenkung. Bringt mich... Oh, Alter, wo bin ich jetzt? Ah, ein Tunnel. Ich bin Tunnelblick hier. Okay, die sind gut abgelenkt. Gewesen. Jetzt ist es nicht mehr. Ich glaube, ich muss da rüber. Rüber und da hoch und da durch.
besten schaffe ich das, indem ich wahrscheinlich... Oh, da sind noch zwei Heinis. Habe ich meine Chance jetzt verpasst? Sieht so aus, ne? Ja? Ja? Das sieht gut aus. Aha. Ja, wie mache ich das jetzt? Der sieht mich halt, ne? Vielleicht, wenn ich unsichtbar da hochgehe? Bringt mir das was? Ah ne, der geht jetzt eh pinkeln. Wieder mal. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er hat es nicht gesehen. Ja, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hüpf rüber da, komm. Ja. Gut. Kommt wieder so eine Kletterorgie. Speichern wir erstmal. Ach, da ist ein Rüstungstyp. Oh mein Gott. Schnell hoch. So, jetzt bin ich hier oben. Was bringt mir das? Hier auf den Kran? Ja, der dreht sich, geht da oben. Ist perfekt. Nein, 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 nein. Ja, nothing, ne? So, nochmal speichern. Ich weiß, euch nervt's, aber egal. Ich bin mir sicherer, wenn ich gespeichert habe. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Insta-Kill. Bleib weg von mir, ne? Bleib weg. Da drüben wird ein Lebenstrank stehen. Der wäre schon nice. Andererseits, da oben ist Kerberus. Komm. Wir gehen kein Risiko ein. Nein! Shit. Kerberus. Styx. He... How? How did I get here? I was in my laboratory, and Barryman asked to talk to me. No, that was 10 years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear. I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Manfred? Yeah, I'm here. I once knew a Manfred very well. Charming lad. But he's dead, I think. He killed himself. By my ancestors. I think I'm dying too. Although, I don't have the slightest idea of how it happened to me or why. It's stupid, isn't it, not to remember how one died? Who knows? It may be better. It wouldn't have been very nice as a souvenir anyway. You see, my brain is... Yeah, yeah. It's unhinged. Sorry, the one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barryman. One of these air ducts leads to the world tree? Yes, of course. Barryman needs to listen to what's happening there. So that was it. The secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't it? We would like to choose the memories that remain and those that disappear. But who cares, since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again in another life.
That would be nice. Farewell, Querberus. Say hello to Manfred for me. Querberus. Poor old fuck. Maybe your life wasn't so bad. Repeating the same experiment day after day in your stinking lab. Never knowing why or who for. Of course you're better off helping me. Haven't I always said that? Ah, no! Not you again! Leave me alone, Styx. Shut the fuck up! I forbid you to speak in my head! It's unbearable, isn't it? Imagine how I feel, suffering more than 2 centuries listening to that. All the nonsense that passes through the minds of thousands of idiots. It's like a tide of trash that washes up inside my head. I can't take anymore. But I've come to put an end to this ordeal. And I will owe a part of my victory to you. I admit it. Shut up! I don't belong to you, you hear me? Of course you do. You carry my mark. Oh, by the way, thank you for finally extracting the information I was looking for from the skull of that old half-wit Querberus. I almost lost my patience. Fuck you, Styx. I'll add your skin, I swear it. Focus on my voice. Hoppla. Jo, Leute, das ist jetzt blöd. Jetzt hat's die Cutscene übersprungen. Ich wollte eigentlich cool sein und irgendwie das, während die da labern, weiterspielen. Aber schade, schade, schade. Vielleicht kommt's nochmal. Mann, wie machen wir das jetzt? Auf jeden Fall müssen wir da runter. Das ist jetzt sehr schade. Sollten wir den Wachmann trotzdem ausschalten, oder? Ne, eigentlich brauchen wir gar nicht. Eigentlich reicht es, wenn wir hier runter springen. So. Da speichern wir jetzt. So, Leute. Sorry, kurze Unterbrechung. Ja, schade, dass die Cutscene jetzt nicht mehr drauf ist. Das Gelaber von dem Elfen. Meine ich damit. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass wir hier rüberkommen. Und das wird jetzt eine kleine Rambo-Aktion, sag ich mal. Denn das habe ich letztes Mal auch nur mit dem Unsichtbarwerden geschafft. Hier nämlich so. Den killen wir. Dann werden wir gleich nochmal unsichtbar. So. Und dann ist ja noch so ein Schädelding. Ein nerviges. Und damit hätten wir den Abschnitt auch geschafft. Ich habe leider keinen anderen Weg gefunden, das zu durchgehen. Aber jetzt als nächstes sind wir uns eh versteckt wieder. So Leute, das war's soweit von dem Flächenbrand-Szenario. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich es nachgespielt habe. Als nächstes sehen wir uns im Wiedergeburtsszenario und ich würde sagen, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Kostet auch nichts. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.